Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft. Ich bin hier bei der Serverauswahl und würfel gleich mit den 8er Würfel, um zu entscheiden, auf welchen Server ich komme. Und ich habe eine 4. 1, 2, 3, 4, die ewige Wacht. Oh weia, ich muss gleich wieder erstmal ein bisschen zocken. Jetzt werde ich einen 6er Würfel nehmen, um den Charakter festzustellen. Und ich würfel mit den 6er Würfel und das ist eine 4. 1, 2, 3, 4, das wäre mein Jäger. Okay, ich werde jetzt den 6er Jäger, 5er Jäger, ganz schnell auf Level 10 zocken, damit ich eine PvP-Runde machen kann. Weil man kommt ja erst mit Level 10 in einer PvP-Runde. Also würde ich mal sagen, bis gleich. Und ich logge mich ein. So, da bin ich wieder. Mein Jäger ist jetzt Level 10. Ich bin eigentlich sofort reingekommen hier in der Runde. Und bin natürlich wieder komplett legendär ausgerüstet, wie die anderen Charaktere auch. Also die kleinen, weil durch die Erbstücke hier kann man ja also ausrüsten. Mir fehlen eigentlich nur noch Ringe und eigentlich Schmuckstücke, die ich aber eigentlich gar nicht brauche, weil ich habe nur zwei. Aber das ist mein Hals, das Schmuckstück Tempo und das Schmuckstück mit Ausdauer. Ach, was ich bei den anderen Charakteren nie gesagt habe, auf was ich gegangen bin. Mit meinem Jäger bin ich jetzt hier auf Überleben gegangen. Ich finde, Überleben ist am besten für einen Jäger, PvP-Jäger. Allerdings muss ich noch hier alles sortieren. Wie gesagt, ich bin Level 10 geworden. Hab mich hier angemeldet in der, in der Runde und war sofort drin. Das nenne ich mal nice. So, Explosionsschuss. Wenn ich unsichtbar bin, ist meine Katze auch. Nee. Was für Mist ist denn das? Katze, wird unsichtbar. Begleiter. Wo konnte man das einstellen? Kann man doch hier irgendwo einstellen. Angriff. Das ist ganz wichtig. Achso, ist ja gar nicht das. Geht ja gar nicht. So, dann kommt halt wieder das schnelle Gerät ran hier. Bam. Hab nebenbei ein bisschen gekirchnert. Gekocht habe ich noch nicht, nur angenommen. So. Haustierkampf schmeißen wir hier drüben. Aber passiv kann man nicht anwenden, ist ja passiv. Gleich plündern. Ah, wo ist meine Maus? Warte. So, jetzt geht's los hier. Da ist so einer, den jagen wir mal. Ich bin ja Jäger, ich darf das. Oh, ich bin tot. Zwei Schüsse waren das. Also, viel hält der Jäger noch nicht. Aber es wird, es wird. Aufsatteln, halten. Ach, da ist das. Katze ist in Verstohlenheit gegangen.
Können wir auch machen. Erfolgsfähigkeit eines Nachtelfen ist Verstohlenheit. So wie der Priester da. Freilassen, schnell reinrennen. So. Hier sieht man noch an den EPs, dass ich gerade erst 10 geworden war. Die haben unsere Flagge. Die haben unsere Flagge. Freigeben. Ja, ich kann nachher noch mal ein paar Tiere zähmen. Aber das werde ich heute nicht mehr machen. Das werde ich dann wahrscheinlich erst morgen machen. So, da hinten ist er. Erstmal verlangsamen. Na gut, okay. Also, ich halte nicht so viel aus. So sehe ich aus als Geist. Auch noch eine Volksfähigkeit in der Passive. Als Nachtelf, wenn man tot ist, ist man so ein Irrwisch. Nein, die bringen die Flagge durch. Nein, bringen sie nicht. Ich muss schneller laufen. Und zu langsam. Oh, ich habe was entdeckt auf der Karte. Bin ich so weit noch nie gekommen? Also mit den Schar. Ja, okay, kann ja auch nicht so weit gekommen sein. Ist ja das allererste Mal, dass ich mit dem PvP spiele. Ne? Ah. Ah, da muss ich mal runter. Unsere Flagge unterstützen. Leise. So. Bis da. Mister.
sieht man die Flagge nicht. Nice, nice. So, ist halt genau in meiner Reichweite, er kann mich halten und da. Da hat er mal gut aufgepasst, würde ich mal sagen. Hier ist ein Jäger-Treff. Helfen. Passiv. Geht aber irgendwie auf aggressiv oder nicht? Du? Gehen dahin. Und sein aggressiv. Gibt's nicht. Elfen, defensiv und passiv. Gab's hier nicht mal aggressiv. Will ein aggressives Haustier haben. Da gibt's wirklich nicht mehr. Eine Mist. Da muss ich jetzt erstmal was trinken. Aufsatteln und los geht's. Auf mein schnelles Ride hier. Da ist der Krieger. Den hauen wir jetzt erstmal hier aus dem Leben. Bam. Bam. Ach, der Schuh ist das. So. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Da ist der zweite. Katze, fress ihn. Was? Okay, dann fress den. Jetzt fress den. Heiler war besser wie unsere Heiler. Na dann. Immer diese Hex. Scherz. So, so, so. Die Ali-Flagge schon wieder unterwegs? Das kann doch nicht wahr sein.
Was geht denn hier ab? 2 Minuten noch? Hm, das war sowieso verloren. Ich will auch mal die Flagge haben. Auch wenn es nur in den letzten 2 Minuten ist. Hier liegt eine Leiche. Und noch eine. Und eine war meine. Leise. Zack, 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 zack. So, dann laufen wir jetzt mal hier hinten lang. Das war mein Kill. Ja. Na gut, okay, das vielleicht nicht. Aber ich hatte die Flagge gehabt. Nicht lange, aber ich hatte sie. Oh, bin ich so schlecht? Oh, 2. Platz. Wäre doch nicht so schlecht. Das war die Runde von World of Warcraft in der, wie ist die, Silberbruchmine? Ah, ne, das ist bei den Allianz. Ne, war auch gar nicht Silberbruchmine. In die Feste der Silberschwingen. So. Ich, 2. Platz. Kein Wunder, dass wir verloren haben. Also, das ist mein Ari-Jäger Level 10. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.